Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge unseres Die Sims 3 Let's Plays mit Mailing. Ja, Blick auf das Haus hier im winterlichen Sankt Peter-Ording, wie ich mir ja aus einer Laune heraus ja, überlegt hatte. Passt halt aufgrund der Situation mit dem Sonnenstand, dass das die westliche Küste von Schleswig-Holstein ist. Und da ich in Sankt Peter schon mal war, da, oder heißt es, wurde das eigentlich umbenannt? Heißt es immer noch Sankt Peter-Ording? Ich weiß es nicht, aber ist auch egal. Mai Ling darf auf jeden Fall aufstehen und erstmal Reste vom Limettenkuchen futtern. Schneeballschlacht vielleicht. Aber es gibt wichtigere Wünsche. Ne, Ziel für den heutigen Tag, da kommt nämlich der Abwaschwunsch. Der ist dann sofort da. Ziel für den heutigen Tag ist nach Möglichkeit der Stufe 6 der Gastronomiekarriere zu erreichen. Sieht auch gut aus. Wir müssen unsere Laune noch ein bisschen pimpen. Können wir aber, indem wir den Kochkanal schauen. Denn wir müssten an sich noch genügend Zeit haben. Bei den Beziehungen sieht auch alles ganz gut aus. Jared, da gab es nachts eine Nachricht, da scheint irgendwie was. Mit wem war das? Ich glaube, Monica Morris. Mit irgendeiner Frau hat er auf jeden Fall irgendwas angefangen. Nicht, dass er noch Alimente für ein zweites Kind zahlen muss, der Arme. Also nicht, dass ich das. Wer ist das? Ramon Di Paolo, Küchenjunge, aber ist kein Arbeitskollege. Aber wir müssen den doch auf der Arbeit kennengelernt haben. Wie soll ich denn das anders deuten sonst? Okay. Ich werde ihn bei der Bespaßung auf jeden Fall mit einbeziehen. Weiß der Geier, wofür es gut ist. Hinterher darfst du da auf Toilette gehen. Und dann darfst du auch noch ein Momentchen schnell duschen. Verstopft. Entstopfen und zwar vorm Duschen. Unter Umständen kriegt sie dabei natürlich den Badewunsch. Wäre aber auch nicht schlimm. Winterfest ist da. Mai Ling hat aber nicht den Wunsch, dahin zu gehen. Toilette durch. Dann ab unter die Dusche. Da ist Alma. Sie wünscht sich eine Videospielkonsole. Ignoriere bitte erstmal den Anruf da. Und bitte nicht so, die offene Nacktheit dürfen wir ja nicht zeigen. Das ist. Ja, aber wenn ich privat spiele, ich hasse dieses Gepixele. Also das ist. Videospielkonsole. Wir müssen Sonntag 2000 wieder zahlen. Machen gut 460 pro Tag. Weiß allerdings nicht, wie das dann Gastronomiekarriere Stufe 6 wird ja immer weniger. Ich weiß noch, dass es am Ende der Gastronomiekarriere so ist, dass man nur noch von Freitag bis Sonntag arbeitet. Wenn wir dann jetzt heute aufsteigen und der Dienstag dann wegfällt, können das ja mal durchspielen. Machen heute, also gehen wir mal aus, dass der Dienstag weg ist. Das heißt, wir hätten bis Sonntag nur noch den heutigen Tag und dann Freitag, Samstag. Ja, wir müssen ja früh morgens überweisen. Wären also 460 mal 3, was 1380 sind. 2420, die können wir uns nicht leisten aktuell. Und das ist auch der Wunsch, den ich gegebenenfalls streichen würde, wenn andere kurzfristig erfüllbare Wünsche reinkommen.
Lebenszeitbelohnung. Wir haben alles, was wir fürs Büro brauchen. Möchte jetzt als nächstes bei der Lebenszeitbelohnung dann auf jeden Fall was Passendes haben. Ja, ich könnte halt die 12 auch einfach mit irgendwas machen, aber zum Kochen geboren. Also dafür wird es jetzt langsam mal der Zeit. Das kostet 20.000. Und ich bespaß mit meinem Meiling mal die Welt und dann setzen wir sie vor den Fernseher. So, jetzt sitzt du vorm Fernseher. Laune nach oben bringen, damit wir da wirklich am Cap sind, dass wir durchziehen können bei der Arbeit. Möglichst lange hart arbeiten können, um ja auch die Beförderung zu bekommen. Denn mit der Beförderung könnten wir dann vielleicht die Videospielkonsole tatsächlich kaufen, was ja zu ihr passt, ne? Die Stubenhockerin. Ich bin halt noch am Überlegen, ob wir einen Schneeflocken, wie heißt denn das, Schneeflockenfest, ob wir da eine Party, eine Geschenkparty veranstalten dürfen oder ob das gegen die Regeln ist, aber wir kennen die Leute ja schon und wir dürfen Kontakt haben zu Arbeitskolleginnen, Briefträgerinnen und Leute aus der Heimat. Das heißt, wir könnten vielleicht eine Geschenkparty mit Alma machen und dann noch irgendjemand. Vielleicht holen wir die Andrea Kort. Das war das Uni-Maskottchen. Dass wir die zwei einladen. Geschenkparty, da würden wir wahrscheinlich auch eine Videospielkonsole bekommen. Aber die könnten wir dann ja auch wieder verkaufen. Ich denke, Geschenkeparty ist auf jeden Fall erlaubt, auch innerhalb des Regelsatzes. Du kannst auch laufen lassen, Palzi. Ach ja. Aber reden und gleichzeitig aufs Spiel konzentrieren ist halt schwierig. Ich bin ein Mann, ich kann doch kein Multitasking. So. Wir müssen auf jeden Fall noch nach der Post schauen, bevor es zur Arbeit geht. Da kommt die Erinnerung, aber klein bisschen können wir noch. So, komm. Post nehmen. Und dann darfst du auch arbeiten gehen. Wer ist er? Wing Fong, das ist unser Bekannter, ne? Aber mit dem kurz noch sprechen. Warte mal, hier brauchen wir noch nicht hart arbeiten, normal anfangen. Denn wir sind noch vor 15 Uhr, das heißt, das zählt noch gar nicht. Nee, geh mal ruhig rein und dann sehen wir uns gleich. So, ich habe auf harte Arbeit umgestellt. Und ich glaube, das geht durch hier. Drei sind einer zu viel für eine Romanze. Ach so, weil die da irgendwie rum. Ich werde mich auf jeden Fall zurückhalten. Aber wie gesagt, ich glaube, das schaffen wir. Und dann bis gleich. So, da sind wir raus. Und da ist die Beförderung. Sehr schön. Wir haben auch noch irgendwas ins Inventar bekommen. Essen ist übrig geblieben. So, was haben wir denn da? Mit allen Kollegen an Freunden. Ja, da fehlt aber noch die Narzissa. Ah, die könnten wir auch einladen. Dann laden wir Narzissa und Alma ein zur Weihnachts- zur Geschenkeparty. Ich denke, die Videospielkonsole ist auf jeden Fall drin jetzt. Den Wunsch können wir erfüllen. Das ist da. Müssen die natürlich so platzieren, dass
Ach, bringen Sie erstmal dahin. Der Fernseher gegebenenfalls repariert werden kann, falls er kaputt geht. Aber wird schon irgendwie. So, das ist der Videospielkonsolenwunsch. Das da könnten wir erledigen. Ich mag halt eigentlich nicht den Beziehungsstatus ändern, wenn ich die noch überhaupt nicht gescheit kenne, die Leute. Aber allein um die Quest zu erfüllen. Wer ist das? Sieht aus wie Jamie, ne? Allein um die Quest zu erfüllen, kommt. Können wir was bloggen? Nee, warum können wir denn eigentlich nichts mehr bloggen? Was ist denn da passiert? Normalerweise kann man doch über Beförderung und so immer bloggen. So, Beziehungstransformator-App. Dann. Komm her, Narzissa. Auch wenn ich dich noch nie hier rauskommen sehen habe, du bist bestimmt eine super Duftfreundin. Oh, wie heißt das? Duff oder irgendwie sowas? Damit ist der Wunsch nämlich erledigt. Das war die letzte Arbeitskollegin. Und bei ihm geht die Beziehung auch nach oben. Der muss irgendwie auch mit hier arbeiten. Aber das ist ja mit diesem Karrieremod, gibt es ja innerhalb des Betriebes auch unterschiedliche Gruppen. Das heißt, es kann sein, dass der nicht zur gleichen Gruppe gehört. Aber der Beziehungsstatus ist hochgegangen, was daran liegen dürfte, dass wir Star des Büros sind. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber er scheint nicht direkt in unserer Gruppe zu arbeiten. Gut, also Weihnachtsparty mit Narzissa und Alma. So, dann lass erstmal hier. Kommt jemand raus? Ich bespaße die Welt hier mal in der Hoffnung, dass Jared vielleicht noch rauskommt. Jared nicht, aber Emma ist rausgekommen. Und wer ist er? Ach, das ist Ramon Di Paolo. Der geht jetzt leider nach Hause. Na ja, gut. Aber noch kurz über Küchengeheimnisse reden hier. Neues Rezept. Was haben wir bekommen? Gefüllter Sojatruthahn. Dann fragen wir noch kurz. Ach nee, hier Beförderung verkünden. Können wir nach Tag fragen noch? Nach Tag fragen und dann verabschieden. Und dann darfst du auch heim. Ach, da war Jared gerade. Naja, gut. Emma hatte einen schlechten Tag. Das war wohl nicht so schön auf der Arbeit. Das ist nicht schön. Wir haben keinen Hunger, da ist alles okay. Haben wir Essen mitbekommen? Ja. Den sollten wir vielleicht dann auch. Den kann ich nur aufräumen. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte den einfach nur in den Kühlschrank packen. Rein damit. Beförderung ist da. Wir sind jetzt Level 6 Küchenkonditorin. Dann geh erstmal rein. Dann kannst du noch ein paar Textnachrichten verschicken und ich passe dann das Outfit wieder an, das Arbeitsoutfit. Und wir sehen uns dann aber morgen früh erst wieder. Beim Outfit der Küchenkonditorin scheint das diesmal mit den Farben genau andersrum zu sein. Ich werde das beim Einfärben auch entsprechend berücksichtigen. Dass sie diesmal praktisch so eine rosa Grundfarbe hat. Aber nehmen wir. Ein neuer Morgen und Mai Ling wird unsanft geweckt, weil das Telefon bimmelt. Das kann sie aber gerne ignorieren, auch wenn sie jetzt dadurch aufsteht. Aber mach dein Bett, dann ist der Wunsch nämlich erfüllt. Und dann darfst du auch.
Ach, ess einfach den Lachs, den du gestern mitgekriegt hast. Und ich glaube, es gibt keine Haushaltshilfe. Die gemütliche Theke putzen, das. Ich sehe da überhaupt keinen Dreck. Ah, okay, säubern bis makellos. Das kriegen wir hin. Ups, jetzt haben wir natürlich ein Problemchen. Jetzt haben wir nicht genügend frei. Ich darf sie nicht unterbrechen bei ihren Tätigkeiten. Level 8 von der Gastro-Karriere ist noch 2 weg und bringt nur 1250. Wie weit sind wir denn beim Charisma? Streich den Charisma-Wunsch. Das wird halt irgendwann passieren, aber es ist für mich nichts Zwingendes. Das heißt, wir haben die Hälfte von den 20 für zum Kochen geboren. Zusammen. Hallo Alma. Und dann verschicke ich mal wieder Textnachricht. Den Rest des Vormittags verbringen wir dann mit Fernsehen, um die Laune wieder hochzuprügeln. Kochen maximieren würde ich morgen an einem freien Tag machen. Bloß ich möchte heute nach Möglichkeit zusehen, dass wir schon die Hälfte vom Level abpassen, schaffen. Das müsste eigentlich drin sein. Das heißt, hart arbeiten. Um hart arbeiten zu können, müssen wir den Spaß nach oben prügeln. Nebenbei geht Kochen schon hoch. Da hat Jared wieder mal seine Unterhaltszahlungen nicht geleistet. Nein, das ist nicht keine optionale Sache, Jared. Hier ist alles okay soweit. 108 pro Stunde, das ist ein guter Stundenlohn jetzt. Ne, bei 5,5 Stunden sind das 540 und nochmal ungefähr 50, 590 pro Tag, die wir jetzt machen. Bei noch 48.000 Restschulden. Ja, wir müssen jetzt los, sehe ich ein. Nehmen aber vorher die Post noch. Und dann geht's zur Arbeit. Normaler Betrieb für einen Anfang ist auch okay. Steht hier jemand rum? Nö, kannst gleich reingehen, ist okay. Ich werde dann aber auch wieder umschalten auf hart arbeiten, um, wie gesagt, die Leistung zumindest auf 50% zu haben. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, das wäre schön. Ja, 16 Uhr hatte ich umgestellt und jetzt 17 Uhr gibt es die Aufforderung, vegetarische Fish and Chips zu lesen, um Belohnung zu kassieren. Fähigkeit kochen steigern. Wird wahrscheinlich nicht passieren, denn wir haben jetzt ja 2 Tage frei und derzeit will ich kochen eh perfektionieren. Aber das Ding können wir trotzdem annehmen. Ich hoffe, dass das dann jetzt mit der harten Arbeit, aber es sieht nicht danach aus, als dass die Leistung da ausreichend sein könnte.
Das ist natürlich nicht so gut. Ich lasse euch jetzt auch mit drauf. Es sind ja nur noch 1,5 Stunden, bis ihr rauskommt. Na, vielleicht schaffen wir die 50% doch noch. Ja, sieht gut aus. Kleine Pizza, du kannst du dich nicht leisten. Das ist Molly, die da rauskommt. 593 Simoleons. Ist schon mal schön. Wem möchtest du eine Textnachricht schreiben? Emma. Ja, dann hau gleich raus. Weder Emma noch Jared bislang. Aber ich glaube, wir können hier durchaus warten. Molly ist jetzt Sous-Chefin. Da kommt Emma. Können wir die unterbrechen? Schnell eine Textnachricht. Nee, hat nicht gereicht. Aber da ist Jared. Haut's hier hin mit dem Unterbrechen. Das müsste gepasst haben. Dann können wir da vielleicht jetzt noch einmal Küchengeheimnisse ausplaudern. Und das ist doch... Nee, das ist Ramon. Ah, ist egal, jetzt reden wir mit Jared, um noch ein Rezept zu bekommen. Sehr schön, das müssen wir lesen. Oh, da bin ich ins Risiko gegangen gerade. Das hätte ich nicht machen sollen. Aber wir haben gegrillte Krabben bekommen. Denn ansonsten hätten wir das Buch nicht lesen können, wenn wir das Rezept schon können. So, dann fragen wir ihn aber auch noch am Tag und dann verabschieden und ab nach Hause. Oh, Leighton Sakamoto und Molly sollten dann jetzt... Nee. Das scheint wohl nur ein Gericht zu... Ach nee, das ist ja Emma hier. Da, verlobt. Ne, das ist, glaube ich, das Verlobungszeichen. Ist hier irgendjemand schon verheiratet eigentlich? Nö. Aber Molly... Das gönnen wir Molly. Wie sieht's bei Mai aus? Ja, ich gönne Mai noch ein paar Textnachrichten und dann den Schlaf, den wohlverdienten. Und da sind soziale Netzwerke auf Level 9. Sie möchte gerne die Beziehung zu jemandem ändern. Aber das kann ich irgendwie nicht rechtfertigen. Der zählt nicht als offizieller Arbeitskollege. Aber der kommt da raus. Sollen wir da noch die Beziehung anpassen? Mag ich eigentlich gar nicht. Können wir denn schon gute Freunde? Dann könnten wir... mit Andrea nämlich vielleicht den Status verändern. Wir können uns das ja mal ansehen. Hau die zwei Nachrichten da noch raus. Wir können gute Freunde. Wir haben ihr so viel Textnachrichten inzwischen geschickt. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Da dann können wir das nämlich noch mitnehmen. Und dann bis morgen früh. Ein neuer Morgen in Sankt Peter-Ording.
Mei, ja, der übliche Trott, aber heute wird, wir gehen in die Bibliothek, werden das Rezept lesen und kochen perfektionieren, das ist Tagesziel. Wenn nichts dazwischen kommt, sollten wir auch ziemlich zeitig in der Bibliothek sein, sodass wir dann noch überlegen können, was wir dann noch anstellen. Nö. Ich glaube, da ist noch was zu erledigen. Ja, jetzt geht ja wirklich alles schief hier. Dann erstmal da reparieren, bevor du dann die Pfütze aufwischst. Job kündigen bestimmt nicht. Hallo Alma. Geschicklichkeit Level 6, auch schön. Kein Badewunsch, dann nur schnell duschen. Wobei schnell bei den Sims ja relativ ist. Also das Lied passt zu ihr. Schön, dass ich das gelernt habe. War eine gute Idee. So, dann bespaßen der Welt. Und dann können wir uns auch auf Weg machen eigentlich. Post nehmen. Anruf ignorieren, wie gehabt. Dann geht's ab in die Bibliothek. Da ist sie magisch erschienen. Wer sitzt da? Emma, gleich mit Emma quatschen. Ah nee, erstmal das Rezept lernen. Das ist wichtiger. Nicht, dass ich das versaue. Erstmal Fish and Order. Jared auch. Wenn es gut läuft, können wir gleich noch zwei Rezepte abgreifen. So, das war Fish and Chips. Jared sitzt auch schon. Josepha Schlapp. Josepha, den Namen habe ich auch noch nie gehört. Naja. So. Ach, das geht jetzt wieder nicht, weil sie gerade sitzt, ne? Freundlich. Küchengeheimnisse ausplaudern. Da ist wieder was reingekommen. Käsesteak. Und dann wollen wir hier aber auch noch. Ich gehe erstmal darüber und dann. Auch noch mal Küchengeheimnisse ausplaudern mit Jared. Und das nächste. Käses, ja, passend zum Käsesteak, das Käse-Tofu-Steak auch noch gelernt. So, hier sind definitiv zu viele Leute für ihren Geschmack. Wer bist du? Ach, du bist diese Josepha. Jamie, Jolina, die dürfen wir alle nicht, sonst flippt der Grundwürmer Toni aus. Dann setz dich einfach mal dahin. Und dann darf sie jetzt noch kochen lernen und Speed. Na, zusehen, das war heute. Kochen perfektionieren, damit wir morgen in Ruhe Geschenkeparty feiern können am Schneeflockentag. Wie sieht es aus mit unseren Bedürfnissen? Noch okay.
Ja, aber das Perfektionieren des Kochens wird dann erst beim nächsten Mal passieren. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Was mich sehr freuen würde, genauso würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dran denkt, Like und gegebenenfalls Abo dazulassen. Macht's gut, euer Palzi.